Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Scary Games Miniseries. Und zwar ist es The Convenience Store. Ein Spiel, was sich vor, ich glaube, 2 Wochen oder so Chris gewünscht hat und wo ich sehr entzückt war, was mir der gute Daubt über Steam rübergeschmissen hat. Ich danke euch vielmals dafür und dank euch können wir uns jetzt dieses Spiel gönnen. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts davon. Ich weiß nur, dass The Convenience Store in der heutigen Corona-Zeit echt ein Horrorspiel wird, wenn wir jetzt erstmal, bevor wir da reinkommen, uns die Hände desinfizieren, warten müssen, bis die raus sind, uns einen Einkaufswagen nehmen und dann loslegen. Ich bin sehr gespannt von deinem Lingo los. Ich weiß, dass wir es in einem Part durchkriegen können, dass du es in einer Stunde 10 durchkriegen kannst. Also jetzt nicht Speedrun-mäßig, das würde ich eh nicht hinkriegen, to be honest. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, um die Grafik-Settings anzupassen, pipapo, damit das alles auch flüssig und gut aussieht, aber mehr weiß ich auch nicht. Es ist Zeit. Ich muss mich für die Arbeit fertig machen. Und falls ihr euch gerade fragt, ob ihr einen halben Hirnschlag bekommen habt, weil ihr alles total verblurrt seht, das ist ein Effekt. Und ich, seit wir Nun Massacre gespielt haben, bin ich kein Riesenfan von diesem Effekt. Deswegen stellen wir ihn aus. Und das Spiel wird um einiges angenehmer, sich anzuschauen. Und ich verstehe nicht, warum dieser Effekt der Start des Spiels ist. Und ich sollte meinen Kaffee hier rein tun. Hier rüber tun, geh mal darüber. Komm. Lebensessenz rüber mit dir. So, meine Freunde, jetzt können wir weitermachen. So. Wir müssen uns fertig machen für die Arbeit. Okay, wir müssen uns für die Arbeit fertig machen. Und ich liebe es einfach, Türen in mein Gesicht zu öffnen. Okay. Ich weiß zwar nicht, welcher. Ja gut, es gibt Convenience Stores, die sind, die haben, mit F können wir das, glaube ich, genau auseinander machen. Es gibt Convenience Stores, die sind 24/7 offen. Das gibt's wirklich. Und ich glaube, in so einem arbeiten wir sehr wahrscheinlich nachts. Was ist das hier? Okay. Ich glaube, wir ziehen unsere Arbeitsklamotten damit an. Ich glaube, das war's, oder? Ich habe mich nur ein bisschen im Zimmer rumgetrieben, bin hier in den Gang gelaufen und das war's. Aber, okay. Ein sehr interessantes Apartment. Oder ist das ein ganzes Haus? Oder ist das hier so eine Gemeinschaftsküche? Ein Gemeinschaftsbadezimmer, habt ihr das auch? Ne, ist nicht designt worden. Aber das sieht für mich ein bisschen so aus, also entweder ist das sein ganzes Apartment hier, was ein bisschen traurig wäre, aber ich glaube eher, dass das hier so ein japanisches, kleines, kann ich hier raus? Okay, ich glaube, das ist der Convenience Store da hinten, den wir da sehen, kann das sein? Hauptsache Balkon, aber Badezimmer, dafür ist eine Teekanne hier da. Okay, let's go. Wir müssen immerhin arbeiten, wir müssen ein paar Mäuse verdienen. Entschuldigung, ich konnte ihn einfach nicht. Das wird viel zu sehr wie das reale Leben gerade. So, wir müssen was essen. Kann ich diese Chips hier mümmeln oder sind die für unsere Wollmaus hier? Ich glaube ja. Warum baust du den Fernseher da auf? Ich hätte, also, wenn das jetzt mein Zimmer wäre, ich hätte den, glaube ich, da aufgebaut, um ehrlich zu sein. Kann ich mit dir irgendwas machen? Hier, Ah. 500 Yen, das sind so ungefähr 4 Euro. Ich verstehe. War mit Augurt. This really hits home. Mann, ich will ein Videospiel spielen, um von meinem realen Leben wegzukommen. Traurig. Wir haben, glaube ich, gefühlt fast eine ähnliche Mikrowelle, bis auf die Schriftzeichen, ey. Pretty cute. Krass, ey, 20 vor 12. Komm, mach fertig jetzt, ich hab Hunger. Jawoll. Nee, ich esse das nicht. Das klang so, als wenn du den Croissant hinter die Löffel gebunden hättest, aber das waren eigentlich nur Reis und Fleisch. Ich weiß nicht, was für eine Mikrowelleneinstellung du gemacht hast, um da irgendwas Krossiges rauszumachen. Okay. Immer Tür hinter einem schließen. Wenn ich eins aus den Thief-LPs von Chris gelernt habe, dann immer die Türen hinter dir schließen.
So. Okay, wir können rennen. Also, rennen. Das war gerade das Rennen. So, warte, wir haben aus dem Fenster. Gut, der Convenience Store war da hinten. Sprich, wir müssen irgendwie da runter. Ich mache euch jetzt einfach nur mal für die Lulz den Blur-Effekt wieder an. Ich weiß, es hat was von so einem alten... Oh, da kommen wir gar nicht runter. Es hat was von so einem alten 80er-Jahre-Horrorspiel, aber das hatte Nun Massacre auch. Und ich weiß ganz genau, dass ich Leute hatte, die gesagt haben, ey, coole Sache, aber bitte macht das aus, wenn das geht. Weil das war einfach nur viel zu anstrengend für die Augen und das kann ich nachvollziehen. Ah, hier kann ich runter. Wenn ich denn mal runter könnte. Ich muss übrigens sagen, jetzt gerade, wo wir so zur Arbeit gehen und wir gerade ein bisschen Zeit haben, das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe super kein Problem mit Horror-Games, aber wo ich eine richtige Pussy bin, ist so trauriger Shit. Also ich bin, was traurige Sachen angeht, habe ich eine super kleine Toleranzgrenze und das nimmt mich direkt voll mit. So, ich erinnere mich immer noch wieder gerne an oben, wo ich in die Anfangsszene mich einfach richtig weggefistet hatte und ich einfach, ich glaube, 10 Minuten da lag und einfach du geflennt habe so und der Anfang von oben ist aber auch einfach mies. Ich glaube, wir müssen echt den Lichtern hier folgen. Wo ist das Dorf, verdammt? Und dann zwingen mich auch noch Lisa und Chris Anohana zu gucken. Und ihr könnt euch vorstellen, wie mich das zerstört hat, ey. Die Arschgeigen, ey. Oh, hier ist der Convenience Store. Hauptsache hier alles so Wohngebiet, dann kommst du hier so raus. Gar nichts, bis auf diesen Store. Ich möchte zumindest einen Coworker sehen. Oh, da ist mein Coworker schon. Haben sie dich rausgeschmissen, Bill? Du darfst einfach nicht die M&Ms klauen, Junge. Was haben die mit deinem Arm gemacht, Bill? Es tut mir leid. Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich wurde gerufen, um dich zu warnen. Von dem Namen, den ich nicht ausspreche. Lord Voldemort ist... Was? Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen. Ja! Ich glaube, der Tag für Plastic Surgery sollte bei dem Gesicht erstmal kommen, Alter. Tut mir voll leid. So. Tadaima! Ich weiß, das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, weil er braucht Menschen, aber kennt ihr diese Mod damals, wo man sich bei Sims sein eigenes Gesicht reinladen konnte? Das sieht 1:1 genauso aus. Mega geil. Ich muss übrigens sagen, ich finde es sehr nett von euch, dass ihr mir Convenience noch vorgeschlagen habt und das dauert mir die Möglichkeit gibt, meinen Japan-Urlaub, den ich absagen musste, trotzdem noch machen zu können. Indem ich jetzt einfach in Japan arbeite. Was geht ab, Alter? Oh Gott, du hast es geschafft. Hä? Nein, ich habe nur in letzter Zeit, was? I recently heard, ich habe gehört, dass in letzter Zeit jemand von der Brücke gefallen ist, über die du gerade gegangen bist. Das war eine alte Boah, ich hasse das, wenn der Text sich so bewegt. Es gab da eine alte Frau, die gesagt hat, dass sie einen Mann über die Brücke hat laufen sehen und auf einmal haben sich seine Beine genau in die andere Richtung gedreht, also so gebrochen quasi. Scary shit, Alter. Wenn das bloß eine wahre Geschichte wäre. Hahaha. Ha, sorry. Ich dachte, ich muss hier arbeiten, Mann. Was hat... Geil, ey. Gerade so Convenience Stores zu machen, ist super viel Arbeit, weil du halt eben mega viele verschiedene, Sachen coden musst. Enter Counter, jawohl. My dude. Looking sexy heute mit deiner um die Ecke Brille. Stell dir vor, du wachst morgens auf und hast so eine Person neben dir. Nie wieder Gin Tonic, ey. So, sorry. Was willst du denn jetzt von mir? Soll ich auch ein Bento warm machen, Junge? Komm. Also ich muss sagen, Zigarettenauswahl in Japan ist echt kacke. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ah, ich muss mich erst einstempeln. Was haben wir hier? Bei der Zeit, in der ich mich eingestempelt habe, ist schon wieder Feierabend, ey. Bruder, wo ist denn die Einstempelmaschine hier? Oder muss ich das PC machen? Use CCTV, ja bitte. Ooh.
Die Kamera kann sich so krass bewegen, wie ich morgens, bevor ich aufgestanden bin. So, wo kann ich mich denn einstempeln, du Penner? Hier? Oder bist du die Punch-In? Jawohl. Wollte schon sagen, wird da nicht so weit weg sein. So, was steht hier? Ich denke, etwas von dem Essen ist abgelaufen, wenn du deine Shift startest. Kannst du sie aus dem Schellen... Oh, da ist jemand hier, Manager. Video aus, ab, du Penner! Sag mir doch nicht mal Tschüss, was bist du für ein Kollege, Junge? Oh Gott, this shit's scary, though. Jetzt bin ich ganz alleine hier. Scheint, als wären einige davon abgelaufen. Nimm sie doch mal mit, ey. Dieser sieht okay aus. Take some items off the shelf. Oh no. Ich dachte, dass wir in so einem Convenience Store einkaufen, nur ich kann nicht mal, ich bin eingesperrt von dir. Von dir! Tschüss! Wieso kann ich nicht, oh, ich muss echt hier innen rum, wie nötig. Wo ist denn der Dumpster? Ist der nicht normalerweise hier hinter? Das ist ein Auto. Und du stichst mich hundertprozentig ab und lädst den, und raubst den Laden. Tschö! Raubst den Laden aus. Wo zum Teufel? 5 Euro, dass dieses Geräusch irgendwann einfach nur losgeht, sobald ich im Laden stehe. Und ich einfach, lauf doch mal schneller, Junge! Ernsthaft? Einmal komplett hinten rum? You're fucking kidding me. Ich kann nicht schneller laufen. Yes, please. Wir müssen uns irgendwas zu tun geben. Okay, wir wissen also, wir sind ein 15-jähriges Mädchen. Kann ich hier rein? Oh. Oh, what the fuck? Ah, hier werden die ganzen anderen Sachen gelagert. Und von hier aus können wir die Shelves machen. Ah, okay. Es gibt also einen Shortcut. Ich verstehe. Lasst uns mal gerade just for fun diesen Camera-Effekt. Auch du Scheiße, Junge. Ich erkenne ja noch nicht mal, ob das hier ein Symbol sein soll. Only that recently. Kann ich nur empfehlen, okay. Karottensaft. Nein, das ist Rabbit Carrot Juice. Okay, was haben wir denn sonst noch so hier? Oh, so cute. So Japanese. Irgendwas mit, was dieses Poster angeht. Es zieht mich magisch. Ich wundere mich, was es sein könnte. Kann ich es nochmal anklicken? Oh. Also ich kann schon, aber das bringt nichts. Okay, nachdem wir festgestellt haben. I'm sorry, ich komme ja schon. Du hast nicht geklingelt, du Penner. Entschuldigung. Ja, komm her damit. Gib her jetzt, Penner. Habe ich nur seine Karte? Ja, von mir aus. Was soll's. Was steht denn hier? Das ist das. CCTV brauche ich aktuell nicht. Kann ich die Tür zumachen, bitte? Wie soll ich wissen, dass ich hier drinnen meine Müllermilch trinke gerade? Das geht die feuchten Scheiß an, ey. Sankus Choice? Ich glaube, ich versuche das mal irgendwann. Ich dachte, ich muss den Müll rausbringen. Oder war es das schon? Dieser Chef sieht okay aus. Was ist mit dir? Dieser Chef sieht okay aus. Der auch. Und hier sind einige expired. Dann machen wir doch jetzt mal schnell einen Speedrun. Wenn jemand reinkommt, bitte nichts klauen. Danke. Ich einfach instantly den Shortcut gefunden habe, ey. Ja! Weil da hinten rumlaufen hätte mich so viel Zeit gekostet. Und ich kann ja noch nicht mal laufen. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Bento gecrunched, ey. What are you doing? I'm crunching my thirst. Get out of my dick, bitch. Oh, was? Alter, der spiegelt sich hier drinne. Ich hab euch alle im Blick, Brudis. Komme. Zu mich verarschen. Wo bist du? Öffnungszeiten. $13 pro Stunde Nightshift. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Bist du immer noch hier, Mann? Hast du kein Zuhause? Bringst mehr Food oder wirst du, warte mal, bring mir Essen oder du wirst ewiges Punishment erhalten. Okay.
Schätze mal, dann wird's wohl das sein, mein Freund. Boah, dieser Blumeneffekt, ey, kann ich den ausstellen? Guck mal, wie das jetzt aussieht. Ne, das sieht irgendwie kacke aus, so. Oder? Das sieht irgendwie so gewollt aus. Das sieht, ich weiß, es macht mehr Sinn, dass es so aussieht, sind wir mal alle ehrlich. Ist jemand in den Restroom gegangen? Hallo? Danke, dass sie immer die Toiletten sauber halten. Dieser Panda erinnert mich mega an Beastars, was Chris uns empfohlen hat. Oddly convincing. So. Habe ich die Shelves jetzt hier durch? Ihr seht alle okay aus. Was mit dir? Das Shelf looks fine. Expiration Date. Okay, damit haben wir es. Oh, hi. Was geht ab, my dude? Es ist irgendwie echt spät für einen Delivery-Dude um die Stunde. Das stimmt. Wir haben das System für Convenience-Stores so gemacht, die nachts was schickst du mir da eigentlich, Junge? Jetzt ist mein 24er V-Plus Energy endlich. Scheint, als wurde dieses Paket direkt zu diesem Store versandt. Und der Name passt zu deinem Tag. Denke, das ist für dich. Receive now, bitch. Geh weg. Dankeschön. Was ist das, meine geheime Pornosammlung? Gucken wir mal rein. Take it home. I didn't do anything. Oh, ein Video. Ist das entweder endlich der Hausfrauenreport oder ist das Rückkehr des Kreiselfickers? Watch closed? Nein. Oh oh. Ist das dieser Dude, der da reingeflogen ist? Oh nein. Oh no, ich weiß, was das ist. Erinnert ihr euch, als wir den Müll rausgebracht haben? Da hinten waren so, Bänder. Ich glaube, dass das da gewesen ist. Fuck. Warum ging meine Mikro... Ah, egal, wir gehen jetzt arbeiten. Wir gehen arbeiten und werden hundertprozentig nicht bald sterben. Natürlich will ich die Flashlight mitnehmen. Wenn du mir jetzt sagst, dass ich was essen muss, töte ich dich. Ich wollte schon sagen, ey. Hatten wir nicht gerade theoretisch die First Night? Just asking. Boah, ist das dunkel, Junge. Dagegen war das ja davor die Mini-Playback-Show von der Helligkeit her. Gut, dass ich den Weg noch halbwegs kenne. Sagte ich und wäre in meinen Tod gestürzt. Wundert mich nicht, dass einer hier von der Brücke gefallen ist, so wie das hier aussieht, ey. Jawohl. Und hier nochmal runter. Ich gehe vermutlich voll den langen Weg und die alle so, Leute, Andi, du kannst da rechts lang, bist du wahnsinnig. Boah, stell dir mal vor, wir hätten das Flashlight nicht mit. Wozu habt ihr eigentlich Laternen, wenn die wirklich nichts bringen? So funktionieren Laternen nicht. Ich dachte mir so, ey, nimm das rote Kraut mit, das kannst du nachher... Ich bin falsch gelaufen. Nimm das rote Kraut mit, das kannst du nachher mit dem grünen kombinieren. Ich spiele zu viel Resident Evil aktuell. Ich laufe gerade durch irgendwelche Hinterhöfe, ey. Entschuldigung, ich muss zur Arbeit, ich bin blind und war noch nie auf der Arbeit. Oh, wow. Da ist er! Ich muss nur kurz über ihren Balkon steigen, eine Sekunde. So, das heißt aber, dass die Brücke ja eigentlich... Oh Gott, Alter. Du siehst ja gar nichts. Ich krieg voll die Forbidden Siren Flashbacks gerade. Das ist nichts Gutes. Wenn ihr mal... Boah, ey. Forbidden Siren damals. Ich habe so viele Views auf diese Videos bekommen. Weil ich glaube, ich gefühlt der Einzige war, der das damals gemacht hat. Und das war einfach so... Herausfordernd ist das Wort, was man heute benutzt. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich gerade auf die Hälfte übersprungen habe, aber ich habe ja im Endeffekt alle Shelves durchsucht. Ich bin ein
ein perfekter Mitarbeiter. Was geht ab, mein Dude? Hey, hey. Ich habe gehört, dass du... Dass du Reporter, dass die Türen sich von alleine öffnen. Ah, weil das so geklingelt hat auf einmal, ne? Ein Typ hat die Sensoren abgecheckt und gesehen, dass die Kabel lose waren. Oh, du dachtest, das ist irgendein Poltergeist? Die sehe ich immer im Fernseher, aber die sind alle geskriptet. Geister sind immerhin nicht real. Und könntest du... Stimmt! Und könntest du aufhören, deine Taschenlampe in mein Gesicht zu leuchten? Thank you very much. So, wir müssen uns einstempeln. Jawohl. Klang, Bitch, wir arbeiten jetzt. Ich habe Ratten hinterm Laden gesehen. Irgendeiner hat wohl den Müll aufgelassen. Und jemand sollte sich um sie kümmern. Dein Manager. Wir sind ein vorbildhafter Mitarbeiter und genau das machen wir. Vorbildhaft, vorbildlich heißt das. Hat sich das Poster verändert? Das wäre so eine geile Sache, wenn das Poster sich über die Zeit verändern würde. Das würde ich zum Beispiel machen, so. Und dann merkst du es gar nicht. Auf einmal bist du in Tag 5, guckst dir das Poster an, denkst dir, scheiß die Wand an. Was haben wir hier? Ist das Rattenvernichter? Jawohl. Lass uns mal ein paar Mäuse jagen, wenn ich was sehen könnte. Oh, das war das gar nicht hier. Aber es sieht ein bisschen so aus. Wo sind denn die Ratten, Mann? Oh, da war echt eine. Ich hab nur wild rumgeklickt gerade. Da ist noch eine. I'm sorry, man. Stell mir vor, ihr guckt gerade mein Video so 10 Sekunden, nachdem ihr Ratatouille zu Ende geguckt habt und seht, wie ich einfach gerade alle kaputt mache hier. Es tut mir auch echt ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Ah, fuck off, Junge, ich mach grad Kammerjäger. Naja, das muss jetzt warten. Ich bin der Rattentöter von Hahn. Komm her. Da ist die letzte. I can see you. So, ich will meine Trophy haben. Hallo, ich hab mich um alle... Ich komme, Moment. Ich musste nur die Ratten töten, von denen ich dir nichts erzählen darf. Welp. Nein! Du bist ja cute. Heilige Scheiße, bist du creepy. Madam. Gehen Sie nicht auf das Licht zu. Was machen Sie im Hinterregal? Nee, okay. Wenn du in einem... So, ich habe mich um die Rattenplage gekümmert. Wo ist meine Trophy dafür? Ich will für alles eine Trophäe haben. Ich beobachte jetzt die alte Dame im Bildschirm. Wenn der Bildschirm laden möchte. Oh, die geht ins Bad. Warte, Moment. Kann ich hier ins Bad? Ich weiß, das ist voll creepy, aber warte mal. Haben wir eine Kamera im Bad? Ich kann nämlich... Ah. Ah, man muss gedrückt halten, ich verstehe. Omi, ich liebe dich, aber du musst auch was kaufen, wenn du ins Badezimmer möchtest. Gucken wir nochmal, ob wir da rein können. Nicht, weil ich es liebe, Omis auf dem Klo zu beobachten, aber weil ich wissen will, ob das einprogrammierbar ist. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Aufmachen, Polizei! Okay. Ich würde ja sagen... Schade, aber... Hallo? My dude, wie kann ich dir helfen? Hey, ich bin in Eile. Könntest du mir bitte was besorgen? 5 Dosen Bier und eine Packung Zigarren. Beeil dich. Oh, wir spielen Mädel. Wo ist denn das Bier? Hier oder ist das hinten drin? Okay, hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Müssen das Convenience Store Worker echt aushalten?
Ich kenn's nämlich nicht und ich habe selber 3 Jahre aushilfsmäßig im Rewe gearbeitet. Eine sehr interessante Zeit, by the way. Okay, hier machen wir mal keine Zigarren. Ich kenne auch meinen eigenen Laden nicht. Junge, was willst du denn von mir? Hauptsache er sagt so, beeil dich und ich guck erstmal, wo haben wir den Scheiß denn? Weiß ich doch nicht. Der will bestimmt gleich die Oma im Klo vergewaltigen. Mein Dude, bitte nicht. Ich bin froh, dass es überhaupt dahin geschafft hat. Ist das kein Bier hier? Ich könnte dir 6 tote Ratten anbieten, wenn du Bock drauf hast. Bin gleich da, mein Dude. Hey, beeil dich. Könntest du mir 5 Kannen Bier und eine Packung Zigarren holen? Die Zigarren sind doch bestimmt hier hinter. Sonst kommen die blöden Kids da dran. Ah, okay. Oh, ich muss einfach drücken. Hier sind deine Dreckszigarren, du Penner. So. Dann holen wir mal das Bier. Ich dachte, dass es mir gehighlightet wird und nicht, dass ich es wirklich drücken muss. So. Bist du Bier? Bist du Bier? Wäre komisches Bier auf jeden Fall. Matcha Latte. Das hier ist bestimmt Bier, so wie es aussieht. Ernsthaft? Ich kann nur immer eine nehmen. Hey, Dude. It's going to be a long day. Wenn ich jede einzelne... Ey. Oh, oh, oh. Oh. Ups. Q to drop an item. Da hast du deine dritte. Es wird ein langer Tag, wenn ich jetzt jede einzelne Dose zu dir rüberknallen muss. Ich glaube, die Omi ist auf dem Klo gestorben mittlerweile. Da ist dein viertes. Hey, beeil dich, ich könnte selber dahin laufen, damit es schneller geht, aber ich will, dass du mir jede scheiß Dose einzeln bringst, auch wenn ich mich beeilen möchte. Was ist das eigentlich für ein Yui-Bier, Alter? Wenn ich das der Omi erzähle, die zieht dir das Öhrchen lang, du Penner. Wenn ich das der Omi erzähle, du, hier ist das Bier, du Penner. Was ist jetzt? Gut, scans. Oh, Alter. Gut, dass ich dir in deine Zigarrenbox gepisst hab. Und ich hab mir nicht die Hände desinfiziert, du Penner. Na, nix Exit, Junge. Scan ogashimas, bis dann. Fotze, ich geh jetzt mal checken, ob die Omi noch lebt. Ah, guck mal, was für ein Sportwagen, Wichser. Überfahr mich! Wichser. Omi, du lebst noch! Das nächste Mal reden wir drüber, dass du dir bitte die Schuhe mit rausnimmst. Hä? Wo ist Ken-Kun? Weißt du, wer Ken-Kun ist? Ich dachte, ich hätte seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Was hast du gemacht? Wie kannst du es wagen? Nein, Omi! Du bist im Angriffsmodus! Don't do it! Uiuiui, ich muss meinem... Was? Crazy shit. Ich glaube, wir müssen mal ein Fenster da installieren, ey. Omi, hör auf, durch die Tür zu glitschen, nur weil du raus willst. Wo ist eigentlich unser Fanatiker hier um die Ecke? Ich hätte noch ein paar Dosen Bier, die auf dem Boden gelandet sind, die du haben kannst. Okay. Ich liebe aber solche Spiele, wo du so ein bisschen Realleben hast und so. Also ich hab mega Spaß gerade daran. Tschüss, Omi. Boah, guck, wie schnell die unterwegs ist, Junge, ey. Usain Bolt, Mann. So, die Rattenplage ist erledigt. Hauptsache ich laufe immer noch mit meiner Flashlight hier rum. Oh. It's getting creepy. Ich verziehe mich halt die Absperrung, da muss erst den Ladebildschirm passieren. Gucken wir uns nochmal die Security-Kameras draußen an. I'm scared. So. Hier ist nix. Oh, da ist gerade einer. Warte. Nein, ich komme.
Habt ihr das kleine Kind da draußen rumlaufen sehen? Hier geblieben, Kleiner. Ich komme mit meiner Taschenlampe. Kleiner? Ihr habt den Kleinen aber auch auf dem Video gerade gesehen, ne? Delivery Driver! Ich dachte gerade, er will mich hier umfahren, ey. Mr. Delivery Guy, Sir. Respekt. Soll ich hier reinbegleiten? Guck mal, wie determiniert er da reingeht. Ich werde meinen Job heute Nacht erledigen und keiner wird mich da vorne aufhalten. Guck ihn dir an, wie männlich er da reingeht. Hör dir jeden seiner Schritte. Was kann ich für dich tun, mein Dude? Schön, dich wiederzusehen. Wieso bist du ungefähr 1,50 groß? Oh, weißt du, dieser unaufhaltsame Trend, Sachen online zu ordern. Egal. Das scheint ein Paket für dich zu sein. Der seems to be a package, das hier aufgehoben werden soll. Really? Mein Manager hat mir nichts davon gesagt. Die Drecksau. Ah, hier. Ich habe auch mal ein Video zurückgeschickt. Just saying. Hier, bitteschön. Und determiniert geht er seinen Weg zurück. Komischer Volk von einer Convenience-Store-Tante, die nichts Besseres zu tun hat, als ihm auf den Weg zu folgen und ihm mit der Flashlight permanent ins Gesicht zu leuchten, als wenn er ein DVD-Killer wäre. Bis dann, mein Freund. Dieser Mann. Selbst Stahl hält ihn nicht auf. Ich finde, unser kleiner Ken hat einfach... Er hat's einfach drauf. Er ist unser neuer Geschäftsführer von OPS hier. Mach die Tür auf, verdammt! Ist mich gerade ausgesperrt, Alter. Ich wollte schon sagen, ey. Ich finde dieses Jingle, was im Hintergrund läuft, auch irgendwie ganz cool. Bisher ist es relativ unjumpscarig, aber es hat so eine typisch japanisch unterschwellige Nervosität. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Boah, wie der Boden glänzt, ey. Gut, dass ich meinen Coworker immer sage, dass er den Boden sauber lecken soll. Alright. Ich finde es übrigens geil, dass das Zimmer deutlich mehr leckt als der Convenience Store. Nur so nebenbei. Was ist denn hier? Den Regenschirm nehmen, aber sowas von. Einmal kurz die Mütze richten und let's go. So, Regenschirm ist am Start. Muss ich mir irgendwas zu essen? Oh, oh. Oh, da muss ich wieder aus dem Convenience Store klauen. Da komme ich nicht drum rum. Oh, wie süß. Wir haben einen Regenschirm, wirklich. Excuse me, please. Was war das gerade? Excuse me, go fuck yourself. Oh, da ist das Klo. Never mind. Dann hat jeder sein eigenes Apartment und wir teilen uns eine Toilette. Eine Toilette, Freunde. Das erinnert mich. Oh, was haben wir denn hier? Open it, ja, aber erstmal Tür zu. Erstmal Tür zu. Sicher ist sicher. Das ist bestimmt wieder ein Videotape. Oh, welch Überraschung. Watch it closely. Da fehlt noch ein bisschen Käffchen. Ich habe das Gefühl, dass er immer näher an den Convenience Store kommt. Kann das sein oder vertue ich mich gerade? ASMR-Kaffee eingießen hier. Moment, komme! Freunde, eine Sekunde. Ich muss mich irgendwie wach halten. Liebe. So, wir haben mal wieder geguckt. Was ich sagen wollte mit diesem ein Klo teilen. Wenn wir Weiterbildungen haben. Boah, ist das laut, Alter. Also, wenn wir Weiterbildungen haben, dann müssen wir Hotelräume buchen. Und zu der Zeit, in dem Zeitraum, wo wir das gemacht haben, war irgendeine Messe. Das heißt, es waren super viele Hotelräume einfach ausgebucht. Ich hoffe, man hört das, weil es deutlich lauter ist als sonst. Finde ich es auch nicht so schlimm.
Man muss dazu sagen, wir als Techniker haben, glaube ich, als Budget pro Nacht, ich glaube, 100 Euro gehabt für ein Hotel. Und du hattest dann wirklich ein Hotel, was 90 Euro die Nacht haben wollte, mit 8 Räumen und pro, also du hast nicht 8 Räume gehabt, aber es gab 8 Räume zur Verfügung, also 8 Zimmer quasi. Und für alle 8 Zimmer stand ein Gemeinschaftsbadezimmer zur Verfügung. Wow, das heißt, du hast 90 Euro für ein Hotelzimmer bezahlt, aber in dem Hotelzimmer hast du auch nicht mal eine Schüssel gehabt, sondern da musstest du das mit 7 anderen Leuten teilen. Und das als Businessangebot. Und das war schon echt hart. Ich muss sagen, ich finde diese tägliche Routine, arbeiten zu gehen, auch mal mit dem Regenschirm und mal mit Essen und so, ich finde das eigentlich ein ganz geiles Konzept, weil es hier so ein bisschen so wirklich, es saugt dich rein. Und das ist immer was Geiles. Was geht ab? Wo ist mein Coworker? Ist er tot? Du hast viel zu viel genascht, Mann, ich weiß das doch. Uah! Du kleines Stück Scheiße. Ja, boah, Alter. Du mit... Ich hasse dich, Mann. Ich hab dich erwischt. Ah, okay. Ich hör auf. Ich schwöre, ich mach's nicht mehr. Ja, du nicht. Aber jetzt wissen wir, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die passieren kann. Was? Jemand hat dir Videokassetten gesendet? Das klingt nach der perfekten Idee für einen Horrorfilm. Es war vermutlich nur ein Prank. Ich glaube, dass es nichts ist. Ich meine, komm schon, es ist nur ein Video. Haust du jetzt ab? Ich stempel mich auch jetzt ein, ey. Ich will, kann deine Fresse heute nicht mehr sehen, ey. Mein Gott, wie ich damit nicht gerechnet habe. Hau ab jetzt! Was stehst du denn hier so rum wie ein Schluck in der Okay, alles klar. Was muss ich heute machen, Manager Summer? Produkte haben im Regal gefehlt. Guck, dass die Regale immer gefüllt sind, das ist unser Motto. Also restock sie bis morgen früh. Dein Manager. Okay. Hi. Cool. Wie kann ich die denn restocken, mein Freund? Ich frage mich, ob es so eine Trophy gibt, so Mitarbeiter des Monats oder so. Okay, wo könnten wir denn diese Nudeln hier reinschmeißen? Bestimmt da unten rein. So, restocken mal. Oder auch nicht. Oder ist das einer von denen hier? Wo fehlt das denn dann? Wo fehlt das denn dann? Ich bin ein braver Mitarbeiter und sehe nicht da. Da. Restock, yes please. Ha, sieht gut aus. Was soll das überhaupt sein? Kartoffelchips? Sind wir Kartoffelchips-Store? Könnte es aufhören, in meinen Laden zu regnen? I would appreciate that very much. Das sah gerade aus, als wenn es in meinen Laden geregnet hätte, ey. So, hier haben wir auch noch was zum Restocken. Die kommen auf jeden Fall in das Regal hier links rein. Du verarschst mich, Mann. Ich muss echt hinten rum jetzt. Ja, ich komme, Moment. Ich muss nur einen Weg hier raus. Escape the room, my dude. Lass mich doch mal raus, bitte. Ich will keinen Jumpscare. Ich bin schon... What? Okay. Boah, ich dachte gerade, dass das Mädel da hinten, ey, boah, ein Typ wäre. Ey, so langsam wird es unangenehm. Finde ich geil. So, rein hier. Bin sofort da, muss noch kurz restocken. So, was geht... Ah, da ist das Auto reingeswappt. Alter, was ist denn mit dir los? Nee, ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir, Mann. Du willst was kaufen und das kann ich. Alter, guck mal. Hast du eine Kamera um deinen Nacken bei dem Regen, Junge? Daddy, küss mich. Ich bin Hammer da. Also ist hier irgendwas komisch mit dem Air Conditioning?
Dein Boss scheint verzweifelt daran zu sein, das Essen frisch zu halten. Das sollte er auch. Ich hasse es, so spät zu arbeiten, aber er bezahlt mich gut. Also kümmere dich um mich. Ich kümmere mich nur kurz um die Outside-Units und dann hau ich ab. Mach das, Junge. Ich habe noch einen Shelf, den ich restocken muss. We can make it if we try. Only if we try. So, jetzt machen wir nicht die Tür wieder zu, Mann. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich werde Mitarbeiter des fucking Monats. So, hier ist es anscheinend nicht, was ich restocken muss, auch wenn da klar was fehlt. Wo sollt ihr denn hin? I don't have time for this. Ah, hier. So. Dass er immer am Anfang auf Nein ist. So, habe ich jetzt alles restockt? Ich muss ihn mal so ein bisschen beobachten hinten. Nicht, dass der was mit den toten Mäusen da anfängt. Boah, da kommst du raus und wirst direkt erschlagen vom Sound vom Regen, ey. Da bleibe ich lieber drinne. Ist immer in Quarantänezeit. Stimmt, der Boss hat gesagt, ich soll Gaffer-Tape auf den Boden tapen, um den Abstand einzuhalten. Was heißt denn Outside-Units, Mann? Das ist das Inside-Unit, ich sehe schon. SOS! Er heißt Hammer da, aber ich glaube, er tötet mich. Boah, Junge. Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht. Ich will ihn beobachten. Wo ist er? Dass dieser Convenience Store über Wasser halten kann bei den Leuten, die hier den Laden stürmen, ey. My dude, wo bist du? Da hab ich dich erwischt, hast du wieder in die Box uriniert. Was fällt dir eigentlich ein, den Mitarbeitereingang zu nehmen? Du gehst gefälligst durch den Ring, du Pissnelke. Haben wir uns verstanden, du kommst hier nicht rein. Ah, vergiss es. Du musst außen rumlaufen, du Opfer. Er nur so, ich hasse meinen Job, ey. Ich glaube, ich steche ihn gleich mal mit dem Lötkolben ab. Gucken wir mal, zählt das jetzt als geschafft? Sagt der Chef irgendwas dazu? Okay, das ist einfach nur das, was wir schon gesehen haben. Checken wir mal die CCTV-Kamera. Da kommt gerade jemand rein. Also es war auch jemand drin, aber es kommt jemand rein. Hammer da, mein Freund, bist fertig? Hast du ein Kondom am Kopf gezogen? Sag bloß nicht tschüss, du Bastard, ey. Oh, hier ist noch ein anderer Wagen. Onegaishimasu, ist wieder einer auf dem Klo. Sieht aus wie eine Raststätte, Junge. Dann kauf mir wenigstens ein Beefy. Ich kauf dir gleich ein Beefy. Ich glaube, sie haben elektromagnetische Probleme mit ihrer Hand. Jo, ich kann meinen Herzschlag. Smooth gerasiert die Beine, Girl. Lass mich ganz kurz. Wie viele Dosen Katzenfutter brauchst du bitte? So. Hey. Bist du die Einzige, die hier. Nein. Mein 200 Kilo Coworker ist gerade hinten Benchlifting. Das kann ich nicht glauben. Was für ein Manager sorgt dafür, dass ein Mädel alleine die Nachtschicht macht? Ich sehe, du hast keine Wahl. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall mal meinen Schutzzauber. Nun sei vorsichtig. Natürlich nehmen wir den, ist wahnsinnig, ey. Den brauche ich spätestens gleich, wenn der Typ wieder reinkommt und sagt, ich brauche 5 Dosen Bier, eine Packung Zigarren, eine Gurke und ein Kondom. Aber schnell jetzt. Mein Arsch wird kalt. Können wir nicht mal neue Magazine aufhängen? Ich wette, das hat irgendwas mit dem Designer des Spiels zu tun. Das ist so ein einzigartiges Ding, was hier hängt. Die Nachtschicht macht mich fertig. Zeit für ein Tässchen Kaffee. Hallo, wenn mich jemand ausrauben möchte, ich bin ein kleines Mädchen und mache 50-50. Boah, wir müssen euch nur einkaufen gehen und diese Woche ist auch noch Ostern, Leute. Also kauft nicht am Donnerstag ein, wenn ihr keinen Bock habt, den Stress eures Lebens zu kriegen. Hamsterkäufe und Hamsterkäufe ist eine schlechte Kombi. Oh, fuck my ass.
Habt ihr gesehen, wie der Kleine da lang gegangen ist? Oder was auch immer das gewesen ist? Das müssen wir abchecken, Freunde. Heilige Scheiße. The fuck was that? Die Oma hat den kaputt gemacht, ey. Ihr verarscht mich. Nein, ihr stinkt's immer noch eklig. Oh mein Gott. Ich will einfach nur hinten nachgucken, was das war. Bruder, wie zerstörst du meinen Laden? Okay, in den Schränken ist keiner. Wir müssen mal hinten checken, weil hinten war ja offen. Ich meine, wir könnten... Ich schreck mich immer, wenn dieser Regensound mir so das Ohr wegbläst, ey. Hier war auf jeden Fall jemand drin. Check mal den Hinterraum. Okay, hier war niemand. Time to fuck you up, bitch! Get fucked! Oh mein Gott, dude. Hier ist ein Fahrrad auf jeden Fall. Und ich glaube, das war's so ziemlich. Ja, hier ist auf jeden Fall nicht der Brunnen, Alter, wo wir gleich sterben werden. Kann ich das damit irgendwie reparieren? Oh, hier ist ein Schlüssel. Okay, let's go. Und hier ist ein Ladebalken. Was kann ich denn mit dem Schlüssel machen? Kann ich damit vielleicht dieses Häuschen hier aufschließen? Geht das? The door is unlocked. Aber irgendwie wird mein Arm taub, wenn ich es aufmachen möchte. Es fühlt sich an, als wenn mich irgendwas greifen würde. Kann es sein, dass es dieser Charm ist, der uns davon abhält, die Tür aufzumachen? Crazy shit. Okay, die Tür können wir auf jeden Fall nicht aufmachen. Dann gucken wir mal, in welchem Zustand unser Laden ist gerade. Weil das Interessante ist, es hat ja keinen Schlusspunkt so wirklich, wo man sagt, okay, ey, wenn der Typ dir das Paket bringt, ist es wieder, ist es eine neue Nacht. Sondern das wechselt ja so ganz random einfach. Check mal. Die Kamera, nicht, dass wir die Kamera anschauen müssen. CCTV Footage! Let's go! So, hier ist Nada. You fucking ass. Das könnt ihr mir doch nicht antun, ey. Und zwar die Kamera ist busted, ey. Du Scheiße. Es regnet wieder hier rein, ey. Oh Gott. Mein Manager wird mich umbringen. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, das sind Talismane. Die eigentlich meistens was einsperren oder raushalten sollen. Vielleicht sollte ich die hinten auf der Dingen kleben. Hör auf, hier reinzuregnen, Mann! Scheiß auf den Conditioner, auf die Air Unit, auf den Air Conditioning Unit. Wir sollten eher mal das Dach fixen. Exercise the door, jawohl. What the actual fuck? Das ist der Manager, aber wer schreibt mir denn dann die ganzen Sachen? Oh, ihr verarscht mich, Leute. Das ist noch ein Tape. Hier sind überall Tapes.
Boah! Scheiß die Wand an, Alter. Okay. Das gerade war ein Beispiel von östlichem Horror. Denn dieser ganze, also man, natürlich jeder kann jedes. Okay, das können wir bereden, während wir uns auf den Weg machen. Was für ein Albtraum, war das alles ein Traum? Was können wir bequatschen, während wir uns auf den Weg zum Convenience Store machen? Ich habe es ja schon öfter mal angehauen. Es gibt ja diesen wunderschönen Unterschied zwischen japanischem Horror, oh, ich habe mir noch ein Videotape. Japanischem Horror und amerikanischem Horror, also Psycho vs. Gore. Aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Der Kerl, in dem wir gerade gewesen sind. Auf jeden Fall mal haben wir ja in den im CCTV-Footage gesehen, dass es irgendwie so ein kleines Kind sein muss oder so. Creepy Shit. Auf jeden Fall genau mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Aber der westliche Horror ist halt etwas goriger. Heißt, es geht eher darum, dass du explizit siehst, wie jemandem die Arme abgerissen werden oder Saw oder sowas alles. Auch wenn die ersten Saws eher nicht so waren, aber später halt sehr stark. Du hast Angst vor etwas, was auf jeden Fall da ist. Was dich chased. Aber klassisch traditioneller östlicher Horror ist mehr, du hast Angst, dass was kommen könnte. Das ist so dieses Bettdecke über dem Kopf zusammenziehen und Angst haben, wie in Silent Hill 2 zum Beispiel durch das Radio. Es ist kein Monster da, aber dadurch, dass du dieses Radio krüseln hörst, denkst du dir, scheiße, was ist, wenn da jetzt bald was kommt? Und das ist Gänsehaut verabreichend, weil du denkst, scheiße, was könnte da sein? Und du lässt deine Fantasie quasi mit dir spielen. Deine Fantasie übernimmt deine Angst und du weißt gar nicht mehr, was du denken sollst überhaupt. Und das finde ich ganz eigentlich schon geiler, weil du kannst nur so oft in einem Film einem den Arm abreißen lassen, bis du siehst, ah, habe ich schon gesehen, weißt du? Und deine Fantasie ist einfach unendlich. Deswegen finde ich persönlich es besser, aber kann jeder machen, wie er möchte, finde ich. Aber ich persönlich liebe sowas einfach. Und das war jetzt gerade auch so ein schönes Ding. So, der Typ bewegt seinen Kopf nur so ein bisschen. Das sind so kleine Sachen, das muss gar nicht riesig sein. Du weißt gar nicht, was draußen vor der Tür abgeht, aber ich persönlich habe mir zum Beispiel vorgestellt, dass es diese, ich kann die ganze Zeit laufen und tu es nicht, dass es diese schwarzhaarige The Ring Dame ist, die in die Tür klopft und rein möchte, weil sie ihre Videos mit nach Hause nehmen will. Ich persönlich finde es mega cool, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber du hast auch immer so ein bisschen was zu tun, bis es reinkommt. Ich finde diese täglichen Gameplay-Sachen, wenn du mich jetzt erschreckst, du Penner, dann bringe ich dich um. Honestly. Ist der andere krank oder so? Oh, ich hab noch nicht mal eine Manager-Notiz. Gucken wir uns mal ganz schnell die Kameras an. Die Tür hinten ist auf. Wetten, der liegt da hinten tot drinne oder bewusstlos drinne oder so. Die Tür ist nämlich nicht ohne Grund auf. Die ist nämlich sonst immer zu gewesen. Und ich wette, dass da irgendwas drin ist. Oder auch nicht? Sind das Nägel? Holy shit, Snacks. Okay, das ist zu. Schade, dass sich die Zeitung nicht verändert haben. So auf einmal so gucken mich alles voll böse an oder so. Da ist das kleine Mädchen. Oder kleiner Junge, oder wer auch immer das ist.
Guck mal, ob er seine Runden hier nur geht. Existierst du wirklich? Ich hab fast schon gerechnet, dass er jetzt nicht auftaucht hier. Creepy shit, Alter. Ich habe das Gefühl, ich muss die Kameras länger beobachten. Aber ich will einmal kurz gucken, ob wir nicht wirklich hier was machen müssen. Okay. Dann gucken wir uns die Kameras nochmal ein bisschen an. Oder sagst du mir, dass ich jetzt die Fernseher absuchen soll? Ich lass ihn mal so ein bisschen laufen. Oh. Das Gefühl, der Heuschnupfen geht wieder los. Der läuft hier im Prinzip nur durch die Gänge durch. Aber beobachten wir ihn einfach mal. Vielleicht muss er einen Full Circle machen. Gehst du da lang? Gehst du danach raus oder machst du danach deinen Weg quasi nochmal? Nee, du gehst, glaube ich, wenn du jetzt immer stehen bleibst, dann müssen wir irgendwas mit den... Ja. Okay. Das heißt, du hast immer dieselbe Routine und gehst hier lang. Ich glaube nicht, dass wir die Routine nachmachen müssen. Weil das wäre ein bisschen viel zu merken dafür, dass das jetzt hier alles gleich aussieht. Nein, du verarschst mich. Sag mir bitte nicht, ich muss genau die fünf Fernseher. You are fucking kidding me, dude. Okay, wo ist mein Handy? Boah, ich hoffe, ich habe daran gedacht, das rauszuschneiden, ey. Wenn nicht, habt ihr jetzt meinen Hintern gesehen, wie ich hier durchgelaufen bin. So, welche scheiß Fernseher sind das denn? Ich mache mir jetzt Fotos, immer wenn er steht, und dann versuche ich das nachzurekreieren, weil das, glaube ich, angenehmer ist, so. Okay. Kratz, juck. Fertig, let's go. Oh, du kleine Pissnelke. Okay, da ist es. Ich will kein Selfie machen, Mann. Fuck off. Das kriegen wir hin. Ich mache jetzt. Wieso sieht die Kamera hier so kacke aus? Okay, Kleiner, welcher ist es hier? Zeig's mir. Ich fotografiere gerade kleine Kinder, wie sie Fernseher angucken. So, es ist hier der, das ist der erste. Also ich würde, glaube ich, von links nach rechts einmal durchmachen. Gott sei Dank läuft er hier ein bisschen weiter nach vorne. Aber ich weiß nicht, welcher von beiden das sein soll. Aber da es der letzte ist, ist es, glaube ich, egal. Was ein Rätsel, Jungs. So, schauen wir mal. Der ganz oben. Ich glaube, dann haben wir auch so ziemlich alle gleich. Dann ist es hier noch irgendwo einer, dann geht er da lang. Beweg dich, Junge. Mein Manager wartet auf mich. Okay, da ist es der ganz unten. Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass das nur vier sind. Ich glaube... Jetzt
gehst du wieder zu dem, du läufst jetzt runter, weiter, weiter, weiter und hörst das gleich auf. Und zwar jetzt. Ja, wir haben alle. Alright. Freunde, seid ihr bereit? Wir werden jetzt ein bisschen Fernsehen gucken zusammen, wenn ich die richtigen Fernseher auswählen kann. That is okay. Er hat hier auf jeden Fall hochgeguckt, aber ich weiß nicht, wie hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Beste Bildqualität bei Andy Vanya heute. So, fangen wir mal an. Das sieht aus, als wenn er hier den ganz oben angeschaut hätte. So. Dann ist er als nächstes hier rumgelaufen. Hat sich hier einen gegönnt. Oh Gott, welcher ist das denn? Ich glaube, das ist hier. Dann hat er sich, glaube ich, den angeschaut. Dann ist er hier rein. Und hat sich hier den unteren, glaube ich, reingepfiffen. Der ist aber hier stehen geblieben. So circa hier in der Mitte. Ich weiß aber nicht, ob er... Ich meine, es ist der hier. Kill me if I'm wrong. So, und dann der letzte. Das müsste... Bitte lass das richtig sein, ansonsten wird das ein Rätselraten hier. Ist es denn der hier? Das ist das falsche Bild. Da kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist der hier. Heißt das, es war falsch? Heißt das, es war richtig? Yep, seems like I'm wrong. Okay. Es ist echt kacke zu sehen, ey. So, es war der hier auf jeden Fall. Da sind wir uns alle mal einig. Ich muss mir die jetzt mal in der richtigen Reihenfolge in meinen Ordner schicken, ansonsten komme ich sowas von durcheinander hier. Eine Sekunde. So, Bilder Gallery. Als erstes ist es der hier. Das ist die Nummer uno. Und dann ist der zweite. Bestimmt der hier am Soßenrahmen stand. Der geht da hier lang, dann geht er hier hin. Dann geht er hier rum. Und irgendwo hier guckt der kleine Pimmel auf den Boden. Hier zwischen diesen zwei Nägeln, ungefähr hier bleibt er stehen und guckt auf den Boden. Ich weiß allerdings nicht, ob es der hier ist oder der hier. Auf jeden Fall kommt der als zweites. Ich denke, es ist der hier. Das ist natürlich geil zu beobachten, wenn du so ein bisschen weit weg bist. So, dann geht er zum dritten. Das müsste der hier sein. Und da guckt er straight auf den Boden. Da wir vorhin den hatten, nehmen wir jetzt den hier. Das ist der dritte. Und der vierte, ich baller mir den gerade mal in Reihenfolge, ist der hier. Da guckt der kleine Gauner geradeaus. Also machen wir mal den hier an. Okay. So, das heißt, wir haben den hier. Ich nehme jetzt einfach mal nicht den ganz hohen. Jesus Christ. Da guckt er einfach nur auf den Boden. Es ist ein sehr beschissenes Rätsel, wenn ich das mal sagen darf. So, er steht so und guckt runter. Das ist hundertprozentig der hier. Da brauchen wir uns nicht drauf zu was machen. Der hier ist auf jeden Fall korrekt. Der Zweier, den können wir auch jetzt immer machen. So, dann geht er hier rum. Weh, ich muss genauso laufen wie er. Dann flipp ich aber aus, Alter. Da guckt er auf den Boden. Das muss dann der hier sein. Und dann hier, es ist der hier. Weh, ich muss auch so laufen wie er. Ja, hier ist auf jeden Fall der obere. So wie er da hochguckt. Bei 4 ist es klar, welches es ist. Na los, geh du Pissnack, los.
Okay, hier guckt er ganz nach oben. Also es ist 1 ganz oben und 4 ist der obere. Jetzt geht er hier um die Ecke. Wir laufen jetzt genauso, wie er läuft. Geht hier hin. Da ist es ganz unten. Guckt in Richtung der Nägel, ganz unten. Aber welcher ist es hier? Ich weiß, guckt der geradeaus oder guckt er es nicht? Ich kann es bei dem nicht erkennen. Wir werden das noch rausfinden. So, nun mache ich einen Cut, wenn ich es raus habe, ey. I don't care. Wir kriegen das schon raus. Wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich einen Cut. So, du bist es. Oh, ich bin voller kleiner Popel, Junge. Ich gehe jetzt hier hin und dann ist es der hier. So, und jetzt bin ich mir halt nicht sicher. Der steht auf jeden Fall hier und guckt irgendwo hier. Dann ist es bestimmt der hier. Und jetzt gehen wir hier hoch und hier muss es der obere sein. Der. Das war's nicht, ne? Ihr Wichser. Gut, ich melde mich wieder, wenn ich's raus hab. Warte mal. Was? Das hat Okay, nachdem ich jetzt gerade etliche Versuche gemacht habe, einfach nur just for fun was rumzuprobieren. Der hier ist es, nur für eure Info. Der hier ist es. Der hier ist es. Der da hinten, der untere ist es. Aber hier ist es der hier. Egal, wir haben es auf jeden Fall raus. Also zumindest verschwinden die nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist. Oh Gott, dude. No. Kleiner, alles cool? Das ist 100%ig die Mutter. Ihr braucht mir nichts erzählen. Sterben wir jetzt? Wie lange sind wir schon auf? Holy shit, Alter! Sind wir schon ewig in der Aufnahme drin? Ein Video. Ich würde maximal noch eine Nacht machen und euch das Ganze ein bisschen runtercutten, aber holy shit, ey. Erstmal gucken wir uns das Video an, ey. Bist du sicher? Ich wette, wir können den Fluch... Ich wette, dieser Fluch wird mit den Videos übertragen. Wenn wir ihn jetzt gucken, kriegen wir ein Bad Ending. Und wenn ich ihn weitersende, kriege ich das Good Ending. Aber lieber lasse ich den Fluch bei mir enden, als ihn weiterzusenden. Ja, ich bin sicher. Ich möchte wissen, was auf diesem Video drauf ist. Und ihr bestimmt auch. Ich kann mich nicht bewegen. Boah, es ist unangenehm, Alter. Okay, das war unser Ending.
Und wie gesagt, ich wette, also ich denke, es gibt zwei Endings in dem Spiel. Das eine ist, dass ihr das Video anschaut, wie jetzt, und wir von dem Geist quasi heimgesucht werden. Denn je mehr Videos wir geschaut haben, desto präsenter war dieser Dämon oder Geist oder was auch immer es sein möchte. Es ist Rabbit Carrot Juice. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir das Video hätten weitergesendet, irgendein anderer gestorben wäre, wie zum Beispiel unser Kollege oder so. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr geil. Mich würde es auch sehr interessieren, mal wie das andere Ending ist. Ich schaue jetzt mal, wenn ich laden kann und am Ende bin quasi, dann gucken wir uns das andere Ende auch nochmal an. Sollte ich allerdings nochmal durchspielen müssen, gerade weil es ja ein bisschen dauert, würde ich es vielleicht irgendwo mal in die Kaffeepause schmeißen oder so. Aber es gibt bestimmt auch irgendwo einen YouTube-Link dazu. Also ich gehe mal raus, wir schicken es weiter und dann war es das auch schon so ziemlich, weil wir tauchen ja nicht auf, wir gehen dann hundertprozentig am nächsten Tag in den Convenience Store rein und dann sagt er, ey, es geht, ich bin gestorben, nur so nebenbei. Was ein angenehmer Rache wäre dafür, der sonst gejumpscared hat, der Penner. Ist aber von der Länge her super für ein Herr in die Playlist. Weil wir haben das in einem Part jetzt quasi durch, es war geil, es hatte Abwechslung und ich persönlich hab mega viel Spaß gehabt. Außer es kommt noch was. Kommt noch was? Ne, wir können jetzt, glaube ich, das Spiel nur noch mal normal starten, ne? Oder wenn wir jetzt auf Start drücken, kommen wir dann da raus. Ansonsten müsstest du es ja quasi in einer Sitzung durchspielen, was halt machbar wäre, aber ist halt die Frage. Wir haben ja nämlich keinen Continue oder New Games, einfach nur Start. Und ich gehe davon aus, dass du es in einer Sitzung dann durchspielen sollst. Schau vor, du bist bei dem Rätsel und denkst, Alter, ich komme nicht weiter. Und dann musst du das Spiel nochmal neu spielen. Ah, okay, alles klar. Ist aber auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Chris, ich danke dir für die Empfehlung. Daud, ich danke dir auch sehr für das Rüberschmeißen auf Steam. Es hat sehr, sehr viel Laune gemacht. Wenn ihr mal das andere Ending sehen wollt, können wir uns das mit Sicherheit mal in so einem kleinen Update-Video geben. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das so krass lohnen wird. Aber geil, ungelogen. So ein, zwei Momente, wo ich mir denke, oh, krass Gänsehaut, und dann bringen die dir einfach so einen random Jumpscare von diesem Penner da rein. Einfach sehr, sehr geil. Vielen Dank für die Empfehlung. Das war The Convenience Store. Link unten drinnen, falls ihr das auch mal selber spielen wollt. Und nächste Woche gibt es ein anderes Sandy Playlist. Ich hatte auch schon ein Spiel von Black Shadow Dog im Auge. Aber das soll es sein. Ich muss jetzt ganz schnell schneiden, damit ich es heute noch hochlade, damit ihr das auf jeden Fall gucken könnt. Von daher haut rein und wir sehen uns am Freitag. Ciao, ciao!